Im bürgerlichen Leben heißt er Oskar Arngarden und ist Krankenhausseelsorger in Uppsala nördlich von Stockholm. Doch in den sozialen Netzwerken verwandelt sich der 38-jährige Schwede unter dem Decknamen CrossFit Priest in eine wahre Dampfmaschine, um auch die Gemeinde digital zu erreichen. Auf Instagram hat der lutherische Pfarrer über 30.000 Follower, die seine Fitnesstipps und spirituellen Empfehlungen befolgen. Viele Leute fragen mich nach meinen Routinen, also versuche ich nach jeder Trainingseinheit etwas zu veröffentlichen, das die Leute verfolgen können, wenn sie wollen. Normalerweise etwas mit Kugelhanteln, Cardiotraining, alles, was die Herzfrequenz erhöht. Dabei, sagt der CrossFit-Pfarrer, geht es um körperliche und geistige Gesundheit. In der Bibel heißt es, dein Körper ist dein Tempel. Und ein Teil davon ist auch darüber nachzudenken, wie wir diesen Tempel behandeln, denn wir haben nur ein Leben. Wie also kann ich mir selbst auf die beste Weise Gutes tun? CrossFit ist für den Krankenhausseelsorger eine Form der Interaktion mit Gott. Diese Praxis will er seinen Followern in Schweden nahebringen, einem Land, in dem es immer weniger Gläubige gibt. Wir müssen Wege finden, wie die Kirche auf die Menschen zugehen kann, um ihnen zu begegnen. Und wo sind die Menschen? In den sozialen Medien.